Von der autonomen Szene aus dem Aktions- und Kommunikationszentren Alhambra bis hin zur CDU. Ein breites Bündnis hat am Samstag am Internationalen Tag gegen Rassismus für eine solidarische Gesellschaft ohne Ausgrenzung demonstriert. Auf den Zug, der rund 1500 vom Hauptbahnhof über den Pferdemarkt und Heiligen Geistwald zum Schlossplatz, kam es zu keinen Zwischenfällen. Das Problem des Rassismus wird nicht von heute auf morgen gelöst. Wenn wir nicht aufpassen, wird es aber weiter wachsen, betonte Heinz Bührmann während der Abschlusskundgebung auf dem Schlossplatz. Bührmann ist Kreisverbandsvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Oldenburg, die die Demonstration organisiert hatte.